Hallöchen, heute packe ich mit euch ein Paket aus und zwar ist ein Adventpäckchen gekommen. Durchaus etwas zerknautscht, aber ich hoffe trotzdem, es ist alles heil geblieben und das packe ich jetzt einfach mal gleich mit euch zusammen aus. So sieht das Ganze dann aus und freue mich. So, wir haben hier einen Liegerschein. So, wir fangen an. Oh. Ja, ich glaube, den Autor kann ich nicht aussprechen. Roman Portolas. Oder so ähnlich, das Mädchen, das eine Wolke so groß wie der Eiffelturm verschluckte. Bin auf dieses Buch gestoßen mit quasi den schmückenden Beiworten, dass es sehr märchenhaft sein soll, eine sehr schöne Geschichte. Und das ist der gleiche Autor, wusste ich gar nicht. Hier hinten drauf steht, das ist der neue Roman vom Autor des Weltbestsellers Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem IKEA-Schrank feststeckte. Das ist ja auch ein langer Titel und ein durchaus eher ungewöhnlicher Titel, ebenso wie dieses hier auch. Hinten drauf steht, verleiht Liebe Flügel. Wenn der Mond aufgeht, bin ich bei dir und wenn ich dafür lernen muss, wie ein Vogel zu fliegen. So verspricht es Providence ihrer marokkanischen Adoptivtochter Sahara. Sahara ist schwer krank, sie hat eine Wolke verschluckt, die ihr die Luft zum Atmen nimmt. Im Krankenhaus von Marrakesch wartet sie auf Providence. Doch als in Paris alle Flügel gestrichen werden, stellt sich die Frage, wird Providence sich tatsächlich in die Lüfte erheben? Oh, das klingt irgendwie nach Träumen und ich glaube auch ein bisschen nach Herbst. Ich verlinke euch natürlich wieder wie immer alle Bücher unten in der Infobox und wenn ihr schon eines der Bücher kennt, dann schaut da doch einfach mal, nicht schaut vorbei. Ich meine natürlich, es ist abends. Ich meine natürlich, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr schon ein Buch kennt und wenn ihr mir vielleicht besonders zu einem von denen, die ich jetzt auspacke, raten könnt, dass ich am besten sofort verschlingen sollte. So, wir kommen zu etwas Gesundem von Attila Hildmann. Vegan Smoothies, Shakes and Ice Cream. Oh, okay, auf Englisch. Vegan Smoothies, Shakes and Ice Cream. Green Smoothies und Superfoods in ihrer leckersten Form aus der Bestsellerküche von Attila Hildmann. Ja, ich besitze schon drei Bücher von Attila Hildmann. Muss zu meiner Schande sagen, dass ich bisher relativ wenig daraus nachgemacht habe. Bisher war alles immer gut fand. Und bin sehr gespannt, gerade auf Smoothies, da bin ich immer etwas unkreativ. Ich nehme einfach nur das, was ich zu Hause habe. Man könnte es ja auch mal ein bisschen schöner machen. Und allein die Bilder machen total Lust darauf. Allein diese Früchte. Ah, jetzt, lecker, ja. Diese Bilder sehen schon, ja, sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, bei mir schaut es dann auch so ähnlich aus. Und ich bin immer der Meinung, gerade so ein Kochbuch, was man sowieso, ja, ich sag mal, gebraucht und nicht jetzt wie ein Schmuckstück hegt und pflegt und ganz vorsichtig liest, das darf auch durchaus hier unten schon ein paar angestoßene Ecken haben und ein Mängelexemplar sein. Ja, das Buch hat jetzt hier vorne so ein paar Macken. Ich könnte aber auch sein vom Postwege, weil die so ineinander waren, so die Bücher, die sind so, haben sich ineinander reingeschoben. Oh, es ist ein schönes Cover. Das fühlt sich total toll an. Hinten hat es noch einen Riss. Okay, also es dreht sich hier um das Buch, damit ich das auch mal sage, um Paul Sussman, das letzte Geständnis des Raphael Ignatius Phönix. Irgendwas daran hat mich so interessiert, dass ich es mitnehmen musste. Es war schon lange oder ist schon lange gewesen, ist schon lange auf meiner Wunschliste gewesen und jetzt ist es eben mitgekommen. Hinten drauf steht, ich heiße Raphael Ignatius Phönix, bin fast 100 Jahre alt und der geborene Mörder. Raphael Ignatius Phönix hat Stil. Manchmal lebt er seinen Leichnam zu exzentrik aus, aber letztendlich geht ihm nichts über Eleganz
und geordnete Verhältnisse. Daher ist es selbstverständlich, dass er zu seinem bevorstehenden 100. Geburtstag ein Geständnis ablegt, denn sein Ehrentag wird der Tag seines Todes sein. Und da es sich nicht schickt, einfach so aus der Welt zu scheiden, schreibt er zuvor den längsten Abschiedsbrief aller Zeiten und beichtet ganz nebenbei 10 Morde, die ihm unter anderem mit Hilfe eines Halloween-Kürbisses, okay, der Reißleine eines Heißluftballons und eines Erdbeersahnehörnchens unterlaufen sind. The Guardian schreibt ungezügelt, exzentrisch und unterhaltsam. Ich bin sehr gespannt und ich kann nur sagen, ein haptisch wundervolles Cover. Alles Schwarze hier ist so matt und glatt, aber und das hier oben ist alles so, seht ihr vielleicht auch mit dem Licht, das spiegelt ein bisschen mehr, das ist halt so richtig, richtig glatt und dann sind hier noch so ein paar Dinge erhaben, die hier drauf sind. Also ich muss sagen, wirklich haptisch ein wundervolles Erlebnis. Ja, bin sehr gespannt. So, eines von mehreren Hardcover-Büchern. Und zwar von David Levithan, Letztendlich geht es nur um dich. Das ist der zweite Teil zu Das ist das zweite Buch zu dem ja, fast ähnlichen Cover in Schwarz. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Wer meine Sub-Videos kennt, weiß, dass ich das auf dem Sub habe. Und wer meine Lesemonate kennt, weiß auch, ich habe es noch nicht gelesen. Möchte es aber bald tun und dachte mir, wenn, dann möchte ich beide als Hardcover nebeneinander im Regal stehen haben. Letztendlich, wenn mir beide nicht gefallen sollten oder das erste mir schon nicht gefallen sollte, dann ja, wandern sie beide wieder raus. Aber ich glaube es nicht. Ich habe da so im Gefühl, dass es mir gefallen könnte. Genau, da ich das erste noch nicht gelesen habe, möchte ich mich jetzt selber und euch auch nicht spoilern. Deswegen lese ich jetzt nichts von hinten drauf vor. Im ersten Teil geht es, soweit ich weiß, um A. Und A wacht immer, oder A, wacht immer in einem anderen Körper auf, jeden Tag. Und das klang irgendwie schon sehr spannend, nach einer ganz anderen Geschichte, einer ungewöhnlichen Geschichte. Und dann freue ich mich mal auf beide Teile. Von Antoine Laurent, Der Hut des Präsidenten. Ein wundervoller Autor. Ich habe bisher von ihm gelesen, Die Liebe mit zwei Unbekannten. Fand ich sehr, sehr schön. Einfach das für mein Gefühl, dieses Französische daran, dieser Schreibstil. Ich dachte, ich habe auch noch ein Buch von ihm hier. Ich gucke mal eben nach. Ja, gut, dass wir das mal geklärt haben. Also ich habe jetzt das Buch bestellt, das ich schon hier habe. Das ja, war jetzt selten dämlich, aber so ist es mir jetzt anscheinend passiert. Ich war mir so sicher, dass ich den Hut des Präsidenten nicht habe, sondern dass ich ein Bild von dir oder auf jeden Fall hat der Autor schon 3 Bücher rausgebracht und ich dachte, ich hätte das andere hier und eben eins gelesen und eins noch nicht. Ja, gut. Wenn ihr also den Hut des Präsidenten haben möchtet, meldet euch einfach bei mir unter sanja-designs@web.de. Wir könnten dann klären, ob wir vielleicht daraus ein Tauschpaket machen können. Also ich habe jetzt das Buch 2-mal da und würde es 1-mal abgeben. Ich dachte nämlich, ich kaufe das lieber, bevor es das nur noch als Taschenbuch gibt und ich das andere, wie gesagt, das eine bzw. 2 Bücher als Hardcover besitze und die passen so schön farblich zusammen. Ja, gut. Bei dem Hut des Präsidenten geht es darum, dass der Hut irgendwie weitergereicht wird oder vergessen wird und dann ändert sich dessen Leben der, der ihn trägt. Und ja, kann wieder eine ganz außergewöhnliche französisch angehauchte Geschichte sein, die ich ja dann wieder lieben werde. Ja, wie gesagt, doppelt. Auf dieses Buch bin ich sehr spontan gestoßen, als ich bei Avel gestöbert habe. Ich glaube aber nicht bei Avel, sondern woanders drauf gestoßen. Von Lorenz Marti, Eine Handvoll Sternenstaub. Der Titel klingt schon mal richtig schön, finde ich. Der Untertitel, was das Universum über das Glück des Daseins erzählt. Es soll sich wohl um Wissen, aber auch um eine schöne Geschichte drehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das alles ein... Es klingt sehr spannend. Hinten drauf steht, wir sind Sternenstaub. Leicht und spielerisch verbindet Lorenz Marti wissenschaftliche Erkenntnisse mit philosophisch-poetischen Weisheiten. Das Ergebnis ist eine vertiefte Wahrnehmung dieser ebenso rätselhaften wie wunderbaren Welt. Sie kann unser Leben verändern. Ein höchst anregendes Buch für Menschen, die verstehen wollen, warum sie die Welt nicht verstehen. Und ein faszinierendes Buch, es kann uns ein Wegweiser sein. Also es klingt richtig, richtig toll und ich habe gerade eben ein
ja, schon ein sehr wissenschaftliches Buch gelesen und ja, also interessiert mich sehr. Philosophisch-poetische Weisheiten, das klingt total nach mir, das klingt total nach meinem. Und Sternenstaub ist einfach auch ein wundervolles Wort. Ich freue mich sehr darauf, darüber etwas zu erfahren und eben auch, wie es hier so steht. Für Menschen, die verstehen wollen, warum sie die Welt nicht verstehen. Ja, klingt genau nach mir und Wissen ist es sowieso, finde ich, sehr spannend. Gerade auch etwas, das man eben abseits der Schullaufbahn oder jetzt irgendeines speziellen Studiums erfährt. Ich hatte das Gefühl, ein klein bisschen ein Geheimtipp, jedenfalls soweit ich das dann herausfinden konnte, kurz vor der Bestellung. So, zwei Bücher noch und etwas ganz Besonderes zeige ich euch auch gleich. Von Nicole Walter, Regenbogentänzer. Dieses Buch, beziehungsweise das Cover sowieso, aber auch das Buch ist schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste und ich muss das jetzt endlich mal bestellen. Ich finde ja das ist total herrlich, diese kleinen Details in dem Cover und dieses regenbogenfarbige. Ja, worum dreht sich da? Soweit ich weiß, irgendwie auch um ein Haus, in dem ganz verschiedene Menschen wohnen, was schon wieder sehr danach klingt. Diese Diversität der Menschen, diese Unterschiedlichkeit, das finde ich sehr spannend, darüber etwas zu lesen, wie so Menschen unterschiedlich sind. Und es steht hinten drauf, was ist es, das unser Leben lebenswert macht? Für Milena war es stets das Tanzen, das sie erfüllte und von dem sie glaubte, dass sie nie darauf verzichten könnte. Doch dann ist ihre Karriere als Tänzerin von einem Tag auf den anderen vorbei. Milena glaubt zu zerbrechen. Da sieht sie auf einer Brücke einen Mann, der sich augenscheinlich in die Tiefe stürzen will. Milena rettet ihn und bringt ihn in das Regenbogenhaus. Hier wohnen Menschen, die allein nicht in der Welt zurechtkommen und die doch oft am besten wissen, was wirklich zählt. Wird Milena von ihnen lernen können, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben? Ja, das erinnert mich so ein bisschen manchmal an meine Patienten. Als Therapeutin trifft man da sehr, sehr viele verschiedene Menschen und verschiedene Ansichten, verschiedene Eigenschaften, die da besonders hervorstechen, verschiedene Werte. Und ja, klingt einfach so richtig nach einem schönen, schönen Buch. Es sieht zwar ein bisschen sommerlicher aus, aber vielleicht lese ich es ja trotzdem jetzt noch im Herbst, im Winter. Hier wohnen Menschen, die allein nicht in der Welt zurechtkommen und die doch oft am besten wissen, was wirklich zählt. Ach, ja, ich möchte am liebsten gleich alle Bücher, die ich hier gerade in der Hand habe, anfangen zu lesen. Aber gut, wir legen es mal zu den anderen. Das letzte Buch, das ich euch zeigen kann heute, ist von Juli Leutze, Sternschnuppen, Träume. Ich habe schon ein bisschen was über die Autorin gehört und fand es immer spannend, wusste aber nie so genau, welches Buch, welchen Roman ich von ihr schnappen soll und dann habe ich mich jetzt für den hier entschieden. Eine Nacht voller Wünsche. Als Wea in einer sternenklaren Nacht am Nordseestrand in den Himmel blickt, hat sie nur einen Wunsch. Sternschnuppen zählen und für einen kurzen Moment die Sorgen um ihre Familie vergessen. Sie traut ihren Augen kaum, als plötzlich Nick auftaucht. Svea weiß, dass Nick ihr wahrscheinlich morgen schon das Herz brechen wird. Doch heute Nacht will sie nicht an morgen denken. Sie will sich in Nicks strahlenden grünen Augen verlieren, bis die Sonne aufgeht und alles wieder so sein wird wie vorher. Oder etwa nicht. Eine Geschichte voller Gefühle und Liebe, voller Mut und Kraft geht direkt ins Herz und bleibt dort auch. Klingt sehr schön. Sehr, sehr schön. Und da ich im Sommer an der Ostsee war, passt es mit der Nordsee auch ganz gut. Mir fällt da irgendwie ein bisschen das Lied ein, bis die Wolken wieder Lieder sind, ja, weil das Cover so blau-lila ist. Naja, gut. Also, das ist das letzte Buch gewesen. Und dann zeige ich euch noch, was es auch noch in den Warenkorb geschafft hat bei Avel. Und zwar die Frankreich-Karte von Marco Polo. Mit auch Stickern drin, wie es hier drauf steht. Mit landschaftlich schönen Strecken und Sehenswürdigkeiten, Übersichtskarte zum Ausklappen, Entfernungstabelle, Ortsregister für Citypläne. Okay. Ich habe mir gedacht, so eine Karte, die kostet schon auch immer einiges. Beziehungsweise auch, wenn wir hier mal klarkommen. Beziehungsweise auch Reiseführer.
Okay, ein Teil von Deutschland ist auch nochmal drauf. Luxemburg. Okay, gut. Werde ich mich auf jeden Fall noch mit beschäftigen, denn für mich geht es nächstes Jahr sehr wahrscheinlich nach Frankreich und ja, ich freue mich drauf. Mit dieser Karte bin ich gut gewappnet. So, wenn ihr mögt, schreibt mir doch auch gerne, was habt ihr das letzte Mal bei Avelle bestellt oder habt ihr vielleicht noch nicht bei Avelle bestellt. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich werde immer mal wieder fündig und ja, irgendwann kribbelt es mich mal wieder in den Fingern und ich möchte unbedingt das bei Avelle bestellen. Eben, weil ich da ab und zu auch das Gefühl habe, manch ein Buch finde ich da auch etwas angenehmer dort zu bestellen, wenn es ein Mängelexemplar ist oder ein Restposten, anstatt eben dann bei Rebuy zum Beispiel zu bestellen. Aber ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit, um eben mal zu gucken, möchte ich das Buch wirklich lesen? Wie ist es? Manchmal ist es, wie gesagt, eben auch, dass ich denke, ich möchte es als Hardcover unbedingt haben und wusste gar nicht mehr, dass ich es noch als Hardcover schon hier ja, stehen habe. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr den Hut des Präsidenten haben wollt. Ich bin da gerne bereit, da irgendwie eine Lösung mit euch zu finden. Und dann sehen wir uns, denke ich, hoffe ich, im nächsten Video wieder. Wenn ihr kein Video verpassen mögt, dann einfach hier oben auf Abonnieren klicken. Und hier unten kommt ihr zu einem anderen Video von mir. Ich würde mich freuen und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!